So, da wären wir wieder. Mann, 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 das war richtig viel Zeug. Es hat gefühlte 5 Minuten gedauert, einfach nur alles auszuwählen. Aber ja, wenn unsere Zwerge bis jetzt noch keinen besonderen Geschmack entwickelt haben, was Essen angeht, werden sie es hiernach auf jeden Fall tun. Denn wir haben so ziemlich alles an Fisch, Fleisch, Beeren, Kräutern und was weiß ich hier ausgewählt. Und das kann Eva und gleich alles schön verkochen. So, was haben wir noch? Wir haben noch Garn, wir haben Puzzleboxe, wir haben Käse. Aber jetzt sagt mir bitte nicht, dass ihr auch 5 Seiten mit Käse dabei habt. Es sind nur 3. Okay. Also alle Fleischsorten, alle Fischsorten, alle Kräuter, alle Beeren und jede Art von Käse. Oh, wir kommen wieder nicht hinterher mit unserem Teil des Deals. Und es geht schon um einen Wert von 10.000 Zwergendollar auf deren Seite. Also ist übel. Und ich glaube, ich sollte inzwischen nicht mehr 50% nehmen. Sondern wir sind jetzt bei 37%. Das klingt doch okay. Den restlichen Käse können Sie behalten. Jetzt kommen hier nur noch Krücken und Stützen. Und das war's. Tee? Oh, nein. Er will ein Gegenangebot. Und im Gegenangebot hat er aber nur Kinkerlitzchen reingepackt. Aber auch die aller teuersten. Das Gegenangebot ist jetzt tierisch übertrieben von ihm. Das seht ihr daran, dass er fast jetzt 88% Profit haben will. Also wir können ruhig wieder ein bisschen runtergehen. Ihr müsst nicht blind einfach das Gegenangebot immer gleich akzeptieren. Gehen wir mal auf 6.000 runter. So. Und er ist Ästhetik. Das ist das Höchste. Das heißt, wir hätten noch wesentlich tiefer runtergehen können. Aber so die Probleme mit Tauschwaren haben wir momentan ja nicht. So, das heißt, Gerogon kann hier wieder weg. Ihr könnt auch alle wieder zurück. Oh, was ist denn da Neues? Culling on Mandate. Das kenne ich auch noch nicht. Und Pending on Top, das kenne ich, okay. Pending on Top heißt einfach nur, dass die Sachen, die zum Depot gebracht werden, oben angezeigt werden, ganz oben in der Liste. Sonst kann man halt sortieren, je nachdem, wie weit die weg sind. So, aber Culling on Mandate, das könnte bedeuten, dass die Sachen, die wir nicht vertauschen dürfen, gleich rausgenommen werden. Na gut. Apropos Mandate, haben wir da irgendwas Neues? Nö, wir dürfen nur keine Bögen vertauschen. Er will immer noch seine Kabinetts haben und er auch. Pause. Haben wir denn Kabinetts? Bitte, bitte. Jo, haben wir. Die kommen doch mal ins Schlafzimmer. Da und da. So. Jetzt müssen wir warten, bis die Karawane weg ist. Dann können wir unsere Vorräte überprüfen und das Einschmelzen anfangen. In der Zwischenzeit können wir aber schon ein bisschen Kohle herstellen. Das heben wir wieder auf. Das heben wir wieder auf. Das haben wir alles gemacht, damit die möglichst schnell irgendwas herstellen. Ich glaube, es war ein Eisenblock für den einen Verrückten. Hier sind noch Meldbefehle am Laufen. Die können wir auch nochmal durcharbeiten lassen. Ist noch irgendwo etwas blockiert? Der Jeweler hat auch nichts zu tun. Das waren die Knochencrafter. Die haben nichts zu tun. Von wo bekommen die jetzt ihre Steine? Wahrscheinlich habe ich die gar nicht zugeordnet. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf den hier und sagen Give to Workshop. Den da. Und Give to Workshop. Den da. So, also wir hätten gerne Rock Instruments. Und hier hätten wir gerne Rock Toys. Die hier oben sind auch nicht ausgelastet. Ah, ist ja komisch. Aber gut, so viele von den schlechten Anführungszeichen Steinen haben wir ja auch nicht mehr. Das heißt, das reicht schon. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass allen Stoff, den wir haben, also fast allen Stoff, den wir haben, dass wir daraus Kinkerlitzchen herstellen, das ist ja eh mehr wert. Was sagt eigentlich unser Lederer? Wo war der noch gleich? Ich glaube, der war weiter unten. Da ist der Lederer. Er hat keinen Auftrag. Was sagt der Jobmanager? Hat er auch keinen. Das heißt, wir verbieten jetzt mal das Hundeleder wieder.
und lassen ihn dann Ledercrafts herstellen. Wo sind die Hides? Tent Hide, da. So, wo ist unser Hundeleder? Da ist unser Hundeleder. Das wird verboten. Und... Ach, deswegen hatten wir dem keinen Stockpile zugeordnet, weil wir da normalerweise die Stoff- und die Lederkinkelitzchen herstellen. Okay, abbrechen. Ihr stellt die Instrumente her. Du stellst die Spielzeuge her. Und hier werden jetzt Stoffcrafts hergestellt und da werden Ledercrafts hergestellt. Stoff müssen wir erstmal noch im Stockpile nachgucken, was wir da so haben. Und einfach einen Ballen Stoff verbieten. Für Notfall halt. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal gemacht. Da ist Stoff. Das ist verboten. Und Thread haben wir gar keinen. Oh, das ist nicht gut. Das müssen wir noch ganz schnell vertauschen. Geruguns im Depot. Und die Sachen schnell hingeschafft. Ja, und Gerugon transportiert gerade irgendetwas. Ha, Tentakelfan versucht Ledercrafts herzustellen, hat aber kein Leder. Und er hat keinen Stoff. Das stimmt doch nicht. Oder das ist noch in einem Tretdepot und kann deswegen nicht benutzt werden. Aber ich sollte allgemein mal bei Gerugon die Haulerbefehle ausschalten. Ja, das hätte ich schon links gemacht. Aber... Nee, hat er alle noch an. Weg, 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 weg. Commit Changes. So. Jetzt würden wir ganz gerne die letzten Garren von dem Trade Depot haben. Komm, Gerugon, wo bist du denn? Ach, na also. Ach ja, die Händler sind immer noch ästhetik. Das heißt, theoretisch, wenn man einen richtig guten Deal haben will, kann man etwas machen, was ich schon fast als Cheaten bezeichne. Das heißt, man fängt einfach an, man drückt ihm irgendwas in die Hand und tauscht es. Das heißt, er macht dann 100% Gewinn und wird glücklich. Wird er glücklicher, obwohl man ihm nur Kleinigkeiten geschenkt hat. Und dann, wenn er ästhetik ist, so wie jetzt, dann kommt der eigentliche Deal. Und dann muss sein Profit gar nicht so hoch sein. Aber wie gesagt, das finde ich ein bisschen komisch und mache ich eigentlich nicht. So, Crutches, wo waren die Fäden? Leder, ah, hier ist Garn, hier Thread, 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 Thread. So, das sollte doch erstmal reichen. Und dafür kriegst du das, das, das und das. 100% Gewinn, bitteschön. Dankeschön und die Sachen wieder weg. So, jetzt lassen wir die mal in Ruhe machen. Wir sollten unseren Minern mal neue Befehle geben. Also weiter nach unten will ich jetzt erstmal nicht buddeln. Dazu muss unsere Miliz erstmal den Untergrund sichern und herausfinden, was genau unter unseren Füßen ist. Denn irgendwo hier müsste ja eigentlich der Untergrund sein, aber ich sehe nichts. Deswegen springe ich mal hier hin. Wo sind wir gerade? Ja, in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ist unser Fort, ein paar Etagen höher. Das heißt, ich würde gerne hier lang gehen und gucken, ob unter unserem Fort irgendwas ist oder ob wir durch diese ganze Schicht durchbuddeln könnten. Dazu müssten wir aber erstmal unsere Miliz wieder hinschicken, aber die ist immer noch aktiv, die braucht erstmal eine Pause. Also drücken wir T und drücken wir O und lassen wir die ein bisschen entspannen und so in ein, zwei Monaten schicken wir die wieder hier runter, um das restliche Gebiet aufzudecken. Und dieses doofe Spinnennetz verbietet uns wirklich da was zu bauen. Das ist doch albern. Na gut, dann halt ein Feld da drunter. Oder ist da auch Spinne? Nein, kein Trade Depot. Nee, da ist kein Spinnennetz. Also hätten wir gerne da einen Granitblock. Und wenn der steht, dann machen wir direkt links daneben noch einen. Und dann ist die Ecke auch abgesichert. Das passt dann schon. Wo wir schon mal hier unten sind, kommen wir an irgendwelches Gold ran, ohne unsere eigenen Befestigungen zu umgehen? Nee, nicht wirklich. Ja, das Gold der Baum muss bis später warten.
Oh, da könnte man sich bestimmt noch was richtig Intelligentes ausdenken. Irgendwie so einen Vulkan umleiten, hier durch die Tunnel schicken, das ganze Gold wird flüssig und dann irgendwo gesammelt. Uah. Und ja, ich glaube, sowas geht sogar. Obwohl, nee. Man kann allgemein Sachen, die auf dem Boden liegen, durch Hitze einschmelzen lassen. Aber Sachen, die in einer Wand sind, glaube ich nicht. Schade. Das wird auch mal interessant. Weil ich weiß, ich hatte schon mal einen Zwerg, der ist durch flüssigen Golddampf. Okay, es ist nicht flüssig, wenn es Dampf ist. Also durch Golddampf ist er gestorben. Weil halt irgendwo in seiner Nähe Gold verdampft ist, weil es mit Lava in Kontakt kam und er hat dann den Dampf abbekommen und ist daran gestorben. Was ein ziemlich übler Tod gewesen sein muss. So, was haben wir noch? Die Blöcke sind inzwischen fertig. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Granit. Wir haben gar nicht mehr so viel Granit. Genau, ich wollte ja unsere Miner was zu tun geben. Das heißt, wir gehen jetzt unsere Standard Wege hier weiter. So. Oh, hier haben wir. Ah ne, es ist kein Gold. Ich dachte, die Edelsteine, da wären jetzt auch noch Gold. Ja, irgendwie bin ich momentan recht fokussiert auf das Gold. Ich bin kein bisschen gierig oder so. Nein. So. Einmal hier noch durch. Und da noch durch. So bekommen wir auch ein bisschen Chert. Daraus können wir wieder Kinkerlitzchen herstellen. Und hier bekommen wir überall unser schönes Granit. So. Und hier können wir wieder so einen größeren Block auch schon freigeben. So. So, und das reicht dann wieder erstmal für ein paar Türen und Blöcke und was weiß ich. So, nächster Punkt. Wir haben ganz viel auf unserer Liste. Also ich habe keine richtige Liste, aber es muss bestimmt viel getan werden. Und jetzt gucke ich gerade, ob unsere Tiere hier oben zurechtkommen. Und das sieht ganz gut aus. Boah, guckt euch mal unseren Essen-Stockpile an. So viel verschiedenes Zeug. Da sollten wir gleich mal hier in Kitchen gehen und sagen, was verkocht werden darf und was nicht. Hier sind irgendwelche Kräuter, die dürfen verkocht werden, weil kann man nicht verbrauen. Hier haben wir ganz viel Käse und Eier, das kann alles schön verkocht werden. Unsere Berries nicht, die sollen verbraut werden. Nö, das sieht soweit alles ganz gut aus. Wir haben jede Menge Pigtail Seeds, wir haben jede Menge Plump Helmet Seeds. Wo ist unser Caveweed und Sweet Pots? Da haben wir keine Seeds von. Das ist nicht gut. Aber wir haben Caveweed und Sweet Pots, also müssen wir es eigentlich nur verbrauen. Und dann kommen wir wieder an die Samen ran. Na gut, dann sagen wir jetzt mal, Plump Helmets dürfen nicht mehr verbraut werden. Pigtails auch nicht. Das ganze Zeug hier auch nicht. Dann wird Liberty gleich nur aus Caveweed und Sweet Pots Alkohol machen. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Und dann haben wir wenigstens genug Samen, damit die Farmer oben was zu tun haben. Weil ich glaube, unsere Farmen sind nicht durchgehend ausgelastet. Und das geht ja gar nicht. Seht ihr? Hier, der ist gar nicht bestellt, der nur zur Hälfte, der auch nur zur Hälfte und da ist auch nicht alles. Und da sind unsere Goblins. Die können wir gleich noch ausziehen. Aber gut, alles nacheinander. Die Karawane kann langsam abhauen. Dafür müssen wir die Zeit aber erstmal weiterlaufen lassen. Ich hätte jetzt gerne wieder ein paar Blöcke für den Fußboden hier hinten, damit wir da auch vorankommen. Granitblöcke. Wie viele haben wir da? Chestnut. Ich sehe gar keine. Aber wir haben wenigstens wirklich schön viel Granit jetzt. Also wir können gleich mal ein paar Blöcke in Auftrag geben. Nee, wir haben keinen einzigen Granitblock. Schade, schade. Mason. Wir hätten gerne A, B. A, B, 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 A, B. Und auch da. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir das auch im Jobmanager machen können. Gucken wir mal. Das war das Falsche. So, wir hätten gerne Rock Block. Ah, kann man hier auch. Gut zu wissen fürs nächste Mal.
Holz haben wir auch noch jede Menge. Das behalte ich aber zum Verfeuern. Was war jetzt mit unseren ganzen Stoffleuten? Der hier soll aufhören, das Garn zu Stoff zu verarbeiten, denn wir wollen das Garn behalten. Kannst du inzwischen... Kannst du inzwischen Stoffcrafts herstellen und du eventuell Ledercrafts oder kommt gleich wieder eine Fehlermeldung? Ein Peregrin-Falken ist in der Festung. Und er kann weder Stoffcrafts herstellen, noch kann er Ledercrafts herstellen. Das ist echt komisch. Hier sind kistenweise Leder. Oh, Hundleder, alles verboten. Alles verboten. Das hier ist aber nicht verboten. Das könnten die doch alles benutzen. Ah, es gab in den Kommentaren eine Anregung, dass eventuell, wenn man Stockpiles einem Workshop zuordnet, dass dieser Workshop dann nur noch die Sachen aus dem Stockpile benutzen kann. Da war ich mir nicht ganz sicher. Das finde ich ein bisschen counterintuitiv. Aber... Das war... Welcher Stockpile? Ich glaube, der da. Ja, und welcher war es jetzt? Hier sind ganz viele. Vor allem die unteren werden noch gar nicht angezeigt. Ich drücke jetzt Plus, Plus. Und unten wird irgendwas markiert, aber ich sehe es gar nicht. Ich zoome mal ein bisschen raus. Das ist rein. Das wird einfach nur immer kleiner. So, war das unsere Standardgröße? Ja, das ist jetzt doof. Was machen wir da? Wir können auch nicht auswählen. Ich hätte jetzt gedacht, wir können vielleicht rübergehen und Enter drücken, dann werden wir dahin geportet, welcher hier gerade ausgewählt ist, aber es geht auch nicht. Andere Idee. Wir bauen die beiden einfach wieder ab. Slated for removal, slated for removal und gucken, ob unten in der Liste plötzlich was fehlt. Und wir werden schon wieder von so einem nervigen Falken unterbrochen. So, wo bist du, Falke? Z. Du bist mitten in unserem Korridor gewesen? Guck mal ganz kurz durch. Ist der jetzt rausgeflogen? Machen wir es einfach anders. Andere Peregrin-Falke. Zoom. Der ist mitten in unserem Gang. Und die Hunde legen sich mit ihm anscheinend an. Haben die schon Wunden? Oh, die haben viele Wunden. Und er hat eine richtig üble und er hat gar keine. Komm, scheucht ihn raus, dober Peregrin-Falke. Ja, hier oben müssen unbedingt Floor Hatches rein. Oh, Floor Hatches. JM. Wir hätten gerne Rock. Nicht Floodgate. Hatch Cover heißen die Dinger. Davon hätten wir jetzt gerne irgendeine gerade Zahl. 24. Das müsste eigentlich reichen. So, hier oben müssen wir auch noch alles auslegen mit Steinplatten. Entweder das oder wir lassen hier die Tower Caps wachsen und wir hacken sie einfach mitten in unser Dining Hall ab. Aber gut, die Händler sind immer noch da. Haben wir eigentlich jetzt unten die Sachen in der Müllpresse schon aktiviert? Da oben hängt ein Tisch in der Wand fest. Wenn Sachen auf einer Brücke liegen und die Brücke dann eingefahren wird, werden die wegkatapultiert. Teilweise sogar richtig weit. Ich hätte das dann mit Goblins getestet. Ich habe Goblins auf eine Brücke gestellt, habe die Brücke hochfahren lassen und den quasi Goblin-Weitwurf gespielt. Das war auch ganz lustig. Und ja, ich weiß, das klingt komisch. So, also der Tisch hat sich da irgendwie jetzt in der Wand verkeilt. Das heißt, wir drücken einfach mal den Schalter. Einmal, zweimal und gucken, was passiert. Klick. Oh. Was war das gerade? Ich dachte, ich hätte gerade lila Nachrichten gesehen. Ich dachte, ich hätte aus Versehen irgendjemanden eingequetscht. Aber es sieht gut aus.
Oh, das sieht jetzt nicht gut aus. Der Befehl wurde schon gedrückt. Und die Leute laufen da rein, um irgendwelche Tische wegzuholen. Damit sollte man echt nicht rumspielen. So, das wird alles reclaimed. Und jetzt muss die Brücke ausgefahren sein. Alle kommen da ran. Gut, keiner drückt den Schalter. 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 Ich hätte den Schalter echt hinter einer Tür packen sollen und nicht so offen, wie er jetzt ist. Aber gut, jetzt sieht es frei aus. Die wird wieder zugemacht. Nö, brauchen wir nicht. Aber jetzt muss der Schalter gedrückt werden, damit wir später wieder Sachen reinschmeißen können, um sie zu zerstören. Und die Karawane geht bald. Ja, ist doch ein gutes Zeichen. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.